So, herzlich willkommen zurück auf YouTube zum Stardew Valley mit dem Goro. Bye. Dein Mod hat hier jetzt erstmal krass gewonnen, weil er auf dich gesetzt hat. Ja, er wusste halt, wer besser angeln kann von uns beiden. Ich muss mal kurz gucken, weil ich habe jetzt hier Iridium-Qualitätsfische, aber wir haben jetzt Sommer und im Sommer kommen andere Fische, richtig? Das ist richtig. Das ist scheiße. Da kann ich bestimmt einen von abgeben. Ich habe doch keine Ahnung, was hier smart ist von den Fischen. Nee, tatsächlich kann ich alle einfach weghauen. Nice, okay, gut. Gibt's nichts, was man abgeben muss hier? Nee, also Heilbutt, Sardelle und Hering muss ich alles nicht abgeben. Ja. Dann hau ich alles raus, ja. Alles raus, was keine Miete zahlt. Und ich würde sagen, der Laden macht auf, Goro. Wir müssen Samen kaufen. Der Laden macht erst im neuen auf. Aber okay, ich gehe schon mal vor. Ich bin schon da. Ich muss noch Blumen unterwegs pflücken. Ich auch. Hör auf. Das bin ich. Wieder. Bin gespannt, wie viel Kohle es gibt. Goro bedankt sich für den Sub. Ich weiß es genau. Ich habe nämlich gesehen, bei ihm wurde gesubbt. Dankeschön. If Randim. Prime is no crime, ne? Wie viele Tage geht das? Ich meine, ich mach das. Let's go. Ich mach alles. Er hat heute Geburtstag. Am ersten Tag des Sommers muss er eine Geburtstag abgeben können. Aushilfe gesucht. 30 Kupfererz. Wie viel ist er für alles zu haben? Ich finde meine Pläne so, wie du es hammer. Danke. So, Nefi, was willst du denn haben? 5 Blaubeerensaat. Na. Wo bist denn du? Gebe ich die direkt ab hier für dich. Komm zurück, warte. Oh, geil! Das waren jetzt 400 G-Chat. Das hat sich gelohnt, der Angelwettbewerb. Goro holt sich jetzt 50 Blaubeerensaat. Ich muss gerade überlegen. 9, 18, 27. Der wird gleich kotzen, wenn er gießen muss. Aber ist okay. Kannst du mir einmal noch mal einmal sagen, was... Da ist Goro voll dabei. Kannst du mir einmal kurz sagen, was wir abgeben müssen in Goldqualität für den Sommer? Kannst du selber gucken, wenn du Escape drückst und dann auf das Ding? Ach ja. Nutzsamen Sommer. Okay, da müssen wir alles abgeben. Und hierbei gab es eine Qualität hier. Melonen. Okay, das ist blöd. Groß, krass und braucht Sprinkler. So vielleicht. Puh, Leute. Da bin ich jetzt erstmal... Nagisch. Erstmal bedient. Neidisch? Nagisch. Nagisch? Ja. Ja, ja. Große Investing. Kenn ich. Hallo, Emily. Ist deine Schwester noch da? Nee. Entschuldigung. Geh ich wieder. Powerplayer ist erstmal raus. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Denk dran, letzte Folge noch auf YouTube gucken, ne? Wichtig, wichtig. Ach ja, Leute. So. Wie sieht das aus hier? Hat Nefi schon ein Feld, oder? Ich bin schon fertig mit Pflanzen und Gießen. Ach ja, die 5 Crops, die kann man ja auch so machen. Ah. In dieser Folge sehen wir nur, wie ich jeder meine Felder bestelle. Was kostet so ein Sprinkler? Eisen. Ein Eisenbarren? Und Kupfer. Und, ja, Kupfer habe ich ja gekriegt, aber Eisen habe ich nicht. Richtig. Ich habe 4 Eisen. Sehr unvorteilhaft, Freunde.
Warte mal. Hast du ein Eisen zusammengekriegt? Nein. Ich habe natürlich, so smart wie ich war, im Frühjahr schon richtig gut investiert. In was? In eine bessere Gießkanne. Oh! Oh. So. Musst du wohl in die Mine, ja, ich glaube auch. Prime ist not crime, Freunde. Melonen, wachsen die wie bei Minecraft mit einem Feld daneben? Oder? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, die wachsen auf ihr eigenes Feld auch. Also da, wo diese Pflanzen wachsen, sie auch, glaube ich. Okay. Fänd ich krass, wenn die auf einmal so eine Eigendynamik entwickeln würden in dem Spiel. Du, in dem Spiel, traue ich alles zu. Auf demselben Feld, okay, cool. Muss ich wohl selber in die Mine, ja. Ich bin schwer neben in der Mine. Was? Ich hab schon zu tief geschürft. Die Zwerge, doch. Die Zwerge haben mich schon geschlagen. Ja, das ist natürlich mega blöd, dass ich hier so mega unsmart eingekauft habe. Pierre hat auf jeden Fall um 16 Uhr schon mal den Laden dicht gemacht. Schon 16 Uhr? Oh, 17 Uhr schon. Dick. Ich muss einfach mal überlegen, was wir sonst machen. Kommt die hin? Acht von denen gekauft? Also war ich irgendwie besoffen, als ich da im Laden war oder was? Alles gar keinen Sinn. Verbraucht das auch mehr beim Gießen eigentlich, wenn ich drei auf einmal gieße? Oder? Natürlich. Also, was meinst du? Wasser oder was? Nee, meine bessere Gießkanne, ob ich mehr Energie verbrauche. Weiß nicht. Deswegen frage ich ja den Chat. Ob der Chat das weiß. Oder vielleicht die YouTube-Kommentare, weil die können natürlich auch antworten. True. Ja, dann muss ich morgen nochmal investieren hier, weil das hat so keinen Sinn. Also kein Thema. Ist ja kein Thema, Freunde, mach ich. Kein Problem. Aus dann. Gunther kann mir mehr darüber erzählen, Mensch. Das ist ja nett von De Gunther, ne? De Gunther. Wasser ja, Ausdauer nein. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Yesend. Ja, nein, oder doch, oder nein. Oder nicht. Warum nicht jein? Soll ich's wirklich machen? Lass ich's lieber sein. Oh nee, warte mal, ich hatte doch noch. Oh. Hatte ich nicht. Da. Hängt Energie nicht auch vom Skill-Level ab? Ja, auch, glaube ich. Und mein Skill-Level ist halt hoch. Zumindest denkt er das. Das wissen wir, dass das so ist. Es wird jetzt dunkel, Nefi, nur dass du schon Bescheid weißt. Ah, da kommt er. Na? Na. Ja. Die eine oder andere Zwergendame habe ich heute getroffen. Das, was das Beste ist an Zwergenfrauen. Was denn das kommt jetzt? Sind die Bärte. So. Willst du den hier machen? Muss eigentlich, warte mal, Skill-Level hier sammeln, genau. Da muss man mehr, ne? Axteffektivität. Ich muss morgen dringen. Ich muss auf jeden Fall mehr Minenarbeit machen. Wenn man da mal ehrlich ist. Bist du schon im Bett? Nee.
Machst du so komisch Geräusch? Du hackst doch. War einer von uns eigentlich schon mal in der Höhle drin? In welcher Höhle? In der Höhle, wo unsere Pilze sind. Oh, jeder drei, komm. Ja, hast du jetzt drei genommen? Ja, ich habe die drei untersten genommen. Kann nicht sein, weil ich zwei habe. Haben wir da geklont? Chris ist halt vier. Ich habe halt die untersten drei genommen. Ja, ich habe gleichzeitig auf den anderen geklickt. Anscheinend haben wir wieder geklont. Kann man die abgeben für irgendwas? Ja, ich glaube schon. Aus einer Source können auch mehrere kommen. Also diese, die Morchel und der rote Pilz, die kann man abgeben. Die Morchel? Und den roten Pilz. Wo denn? Ja, im Gemeinschaftshaus. Ja, aber welche Abteilung? Einen weiter nach rechts. Das Beste an Zwergenbrot ist, es macht allein schon satt, wenn man es nur ansieht. Oh, nochmal 400. Investiert ins Fischen, Freunde. Erster Tag des Sommers ist um. Im Sommer regnet es eigentlich nie, ne? Das ist die Scheiße im Sommer. Den ganzen Tag clownsonnig. Oha. Kurz. Ja, wer gießt das alles jetzt? Ja, wer gießt das? So. Ja, mach ich. Für dich. Und mich. Da, 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 da. Das könnte auch noch ein Preis sein, ne? Bitte? Das könnte auch noch ein Preis sein für nächstes Mal dann. Dann muss ich mein Feld aber deutlich aufstocken, damit das für dich genauso schlimm ist, ey. Wir spielen Stardew Valley halt verschieden, ne? Du bist halt mehr so der Sammler in der Mine, ne? Ja. Und ich mache mir so Hofarbeit. Und am Ende werden wir herausfinden, wer die bessere Taktik hatte. Ich habe zwei meiner Felder gedopt. Oh, Mist. das wollte ich auch, weil ich wollte ja... Du hast keine Melonen, ne? Ne. Oh. Wer kann unsere Felder gießen? Ihr könnt ja Hanifu fragen. Ihr könnt Hanifu fragen. Das ist nicht richtig. Das ist eine sehr Wir brauchen eine neue... Ich möchte jetzt nicht Bauschlampe sagen, weil das passt nicht. Farmschlampe. Hallo, kannst du mal... Watch your language. Bauschlampe haben wir früher... War früher Constant. Ja, aber mittlerweile sind wir auch auf Twitch unterwegs. Und 31 da Monate, danke, warum denn? Ja, aber Bauschlampe ist ja jetzt kein, also das ist ja ein allgemeingültiger Beruf schon. Allgemeingültiger. Bitte? Was? Geht gar nicht, ey. Finde ich okay, dass du das hast. Stell dir mal vor, Hanifu einfach so auf die Farm holen. Gieß! Gieß für uns. Ich drücke immer mittlere Maustaste zum Sortieren. Das ist immer ein bisschen blöd. Gieß und sortier Kisten. Kisten sortieren wäre auch noch so eine Sache. Naja. Pierre macht wieder auf hier. Dann gehen wir mal kurz um Pierre. Und dann sagen wir Hi Pierre. Ich muss auch nochmal zum Pierre. Gönn uns mehr Samen. Pierre. Dann kaufe ich mal drei Melonen mehr. Komm. Was soll it? Ach scheiße, den Auftrag habe ich ganz vergessen. Ein Kugelfisch. Hey, ich würde das machen. Das glaube ich dir, Dennis. Kugelfisch. Das sieht wieder nicht gut aus, aber egal. Komm. Egal. Erstmal zum Gemeinschaftshaus. Hier ist eine Blume. Mag Haley auch die Blumen. Kisten sortieren kann echt entspannt sein, aber nicht bei Goros in meiner Ordnung. Jackpot beim Schmied, Alter. Spring gleich, komme.
Jackpot beim Schmied? Aus einer Geode 10 Eisenerz gezogen. 10 Eisenerz? Ja. Hey, das Glück ist immer mit die Dummen. Ist halt so. Ich kann halt leider auch nichts dagegen tun. Zwergenschriftrollen gibt er auch ab. Sie hat nur gesagt, ich war bei den Zwergendamen. Ich habe ein bisschen was im Gemeinschaftshaus abgegeben. Bis sich das gehört. Ich hab beim Dings abgegeben, Artefakten. Wie sich das gehört. Das stimmt, ja. Blue Button sagt, ich wäre auch deutlich effizienter mit der Hofarbeit, wenn ich nicht die Hälfte der Zeit hinlaufen würde, ganz verwirrt. Ja, mache ich auch. Ah, das ist in allen Projekten so, das stimmt. So. Das stimmt auch, das kann nicht jeder. Ich bekomme momentan auch die ganze Zeit übrigens Claims auf alte Minecraft-Folgen wegen einem Lied. Echt? Ja. Was eigentlich royalty-free ist und jetzt anscheinend doch nicht mehr. So kann es kommen, aber ist mir egal. Was für ein Dünger hat Pierre dann? Ach, ich habe kein Geld. Weiß nicht. Ich hab nach Dünger habe ich nicht geguckt, tatsächlich. Den Dünger, den ich hatte, den habe ich auch aus der Mine. Das ist auch nicht wirklich Dünger, das ist einfach nur Felder bewässert über Nacht. Ja, dann muss ich das so machen hier. Oh, Goro ist zurück auf dem Feld. Ich will halt auch das Gemeinschaftshaus mal fertig machen. Das habe ich noch nie geschafft. Und ich denke mir, wenn wir das zusammen machen, haben wir wenigstens eine Chance, das zu kriegen. Mhm. Hast du das Eisen verkauft? Ja, moin. So. So, Hälfte der Energie ist noch da. Das Projekt geht also mindestens 2 Jahre, yay. Jacob, herzerfrischendes Moin Moin, wenn ich das noch nicht gesagt habe. Shame. Hat das gerade gedonnert? Mhm. Warst du das? Nee. Ich dachte, du warst das. Was war das? Ist wieder ein Meteorit runtergekommen? Ist hier in der Höhle was geknallt? Hier sind wieder Pilze drin, kannst dir 3 holen. Oh, nice. Vielleicht sind die Pilze so explosiv gespawnt, man weiß es nicht. Ja, die macht wirklich ein bisschen irre, die Asymmetrie von meinen Dingern, das tut mir leid. Ist nur eine Beta, ist nur ein Übergangsgehege. Ah, oh, ich habe ja noch Melonensaat, ich kann auch Melonen pflanzen. Ja, ich hatte nämlich auch welche noch. Mir dann auch eingefallen. 6, 7, 8, 9. Ja, moin! Haben wir ja richtig Aussaat hier. Was waren jetzt noch gut? Die beiden mit. Nicht immer los. Jetzt habe ich die Vogelscheuchen besser hingeplatziert. Macht ja nichts. Ich habe einen Fehler in meiner Feldbesatzung gemacht. Aber ja, müssen wir mal gucken, was das Ziel der Stardew Valley eigentlich ist hier für unser Projekt. End-Content. Gab ja 9. Bis wir da sind, gibt es bestimmt nochmal 9. Chat, wie weit gehen Sprinkler? Ich glaube, die ersten machen nur 4 Felder, deswegen sind die so ein bisschen useless, soweit ich mich erinnern kann. Machen die nur oben, unten, links, rechts? Ich glaube ja. Das ist ja echt useless. Wo hast du die teure Vogelscheuche? In der Kiste, die darf doch nicht für kommen. Ist wahrscheinlich falsch.
Ja, sagt Don Conny. Der Pierre. So. Mal nochmal kurz in Dings gehen hier. Schon dabei sind. War das Jap eigentlich dazu, dass das richtig ist mit den Sprengtern? Machen nur die vier Felder, okay. Ja, oben, unten, links, rechts machen die nur anscheinend. Ja, echt, haben wir recht, alles gut. Okay. Haben wir nochmal hier. Wie weit gehen Vogelscheuchen? Oh, das weiß ich nicht. Ja, vier Felder, okay. Die haben größeren Radius für Vogelscheuchen, ne? Vogelscheuchen? Ich glaube, ja. 9 Felder Radius. Drumherum. Ah! 9 Felder? Was ist denn das hier? Radius. Das heißt, die machen... Also wird die eine Vogelscheuche schon mein gesamtes Feld abdecken nach rechts? Ja, du hast ja kaum Felder. Das ist ja krank. Bei mir brauche ich ein paar mehr. Ohne jetzt groß angeben zu wollen, aber ich glaube, ich brauche ein paar mehr. Aber macht die auch hier hin? Also ich mich oder macht die nur hoch, runter, links, rechts, wie der Sprinkler quasi? 9 in alle Richtungen. Also ein Kreuz. Oh, das ist ja scheiße. Schon ein bisschen blöd gewesen von mir. 20 Uhr. Du bist ja jetzt Experte, ne? Ich? Wie lange braucht man von der Mine nach Hause? Anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden! Okay. Anderthalb Stunden, der ist. Vogelscheuche in der Mitte, 9er Kreis außenrum. Okay, dann müsste das ja jetzt abgedeckt sein bei mir. Und das hier nochmal für Viecher. Das sind auf jeden Fall Fledermäuse da unten. Das können wir noch knacken lassen. Oh nein. Ah, ich hatte auch noch Dünger. Halb 10. 3, 2, 1 Risikoalarm. Kaum noch Energie. Den kann ich gar nicht. Na. Sieht das richtig gelohnt, die mitzunehmen? Ich kann Energie mehr. Sorry, Boys. Grob ist wieder hoch. Ich kann halt nicht so große Felder haben und hier auch noch in die Mine gehen abends. Das geht also nicht. Ist dunkel. Klar geht das. Kommt hier denn her? Ah. Groß, spät. Wo bist du? Ja, ich bin on the run. Ja, macht schon. Was für ein Minenabenteuer. Hast du dir die Schleuder abgeholt, die ich dir in Ebene 40 schon freigeräumt habe? Jawohl, Sir. Aber etliches an Eisen rausgeholt, damit ich da ein paar Barren machen kann. Damit ich eventuell... Das Problem ist, wir haben schon ausgesät und die ersten Sprinkler sind kacke. Du kannst sie ja nicht einfach wieder mitten reinsetzen. Ja. Bessere Sprinkler, für bessere Hofarbeit wahrscheinlich, oder? Ja. Und zu Hause? Ja, ich bin zu Hause jetzt. Braucht man Fledermausflüge für irgendwas? Für irgendwas braucht man die, ja. Das ist Fledermausland. Eine Stunde hast du eingebaut, herkommen wir bei anderthalb noch nicht schlecht geschützt. Das Fledermausland, Alter. Eine Stunde noch heimgebraucht, na gut. Ja, dann wissen wir das ja für nächstes Mal, ne?
Da war wieder ein Meteorit, oder? Gestern wahrscheinlich schon. Ich kann jetzt Treppen craften? Kann ich dann in der Mine einfach selber eine Treppe platzieren, oder was? Ich glaube schon. Letzte Nacht gab es ein Erdbeben. Oh oh. Bei mir ist alles gut. Und bei dir? Bei mir auch? Der Bürgermeister hat seine Shorts verloren. Weißt du, wo die sind? Ich glaub schon. Da musste ich aber jemanden, muss ich mich erst einmal mit jemandem anfreunden. Der kleine Rabauke, wo der seine Hose überlässt. Der Bürgermeister hat mal wieder seine Hose liegen lassen. Ja. Hallo, Fortilas. Der Bürgermeister weiß. Den interessieren halt doch nicht nur Steuern, ne? Muss man halt mal sagen. Der ist halt auch an anderen Sachen interessiert. Aber dann noch ohne Hose. Billigen Hoftieren zum Beispiel. Das Erdbeben ist skriptet. Ich glaube, ich weiß, wofür das war. Jetzt, wo du sagst, dass es skriptet ist, kann das ja nur. Das ist bei der Mine da hinten, ne? Oder? Ist das nicht so? Den armen Tropf, an die er hier gießen muss. Große Investing-Tipps hier. wisst ihr eigentlich, wann Rev das neue Update hat? So gern gesehen. Das letzte Update ist ja noch gar nicht so lange her, ja. In 2 Jahren dann mal wieder, wenn sie sich entscheiden, wieder was zu machen. Weiß nicht, vielleicht ist das bei Rev so, ach, die Leute haben jetzt alle wieder Update 2 gespielt, ein paar Leute mehr haben es gekauft, wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld, jetzt können wir wieder ein Jahr warten. Ich finde, die sollten hauptsächlich mehr Inseln reinmachen als nur 2 oder so. Das war ein bisschen wenig. Ach ja, ich habe auch noch ein Geschenk offen hier. Oha. Ich auch noch. Ja, los. Nein, halt. Halt. Stopp. Jetzt geht's los. Chapter 3 kommt im Frühjahr 2021. Das ist nice. Ja, Frühjahr ist ja aber auch weit gedehnt, ne? Denke mal so Mai. Ende Mai. Mai ist in meinen Augen ja schon wieder fast Sommer. Mittwoch hab ich ja immer zu. Dann wollen wir da nicht hin. War Hayley noch zu? Hayley! Das ist die NPCs, denen ist es auch egal, was für eine Qualität die haben, die Sachen, ne? Goro mit seinen Narzissen. Was macht der Goro mit seinen Narzissen wieder? Könnte man ja mal in die Mine gehen, ja, das stimmt natürlich. Bin schon drin. Das ist schlecht, wenn Nefi drin ist. Das ist natürlich alles verbraten, ne? Clint wird ganz gern Kupfererz haben. Hä? Achso. Dieses scheiß Rußmännchen, geht weg! Ah. Bald ist 2012, ja. Bald ist 2012. Ja, keine Ahnung, ja, ich kann natürlich in die Mini gehen, ne? Ist ja gar kein Problem eigentlich. Easy peasy, aber ich wollte irgendwas noch mitnehmen fürs unterwegs snacken, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich unterwegs was zu snacken brauche. Ach ja, die Shorts vom Bürgermeister, ja, das kriegen wir gerne. Mach ich erst noch die Shorts? Ja, ich mach erst noch die Hast Shorts. Du schon so viele Herzen bei der? Was? Du musst in ihre Wohnung rein. Klar, Karl. Kannst das auch forcen, ne? Kannst einfach so reingehen. Oder nicht? Ich meine nicht. Ich meine, man musste dir Sachen schenken. Da musst du 2 Wochen warten, um die Shorts zu kriegen. Ich glaube nicht. Da oben sind die. Ah. Ja, nicht wieder recht. Ja. Siehst du? Ja, aber du kannst da reingehen, wenn sie Feierabend macht, kannst du da auch mit reingehen. Sicher? Ich meine nicht.
Ich meine, so habe ich das immer gemacht. Die habe ich doch nie was geschenkt. Was will die denn haben? Du brauchst 2 Herzen, um bei denen in die Räume zu gehen. Du hast ja nicht mal 2 Herzen bei Lea. Oh, weiß ich nicht. Muss ich gucken. Zimmer betreten geht erst ab 2 Herzen. Ja, genau. Das ist nämlich dann so unsichtbare Wandmäßig. Dann kommst du da nie rein. Ja. Aber hast du 2 Herzen bei Lea? Nee. Weil dann musst du das erste Event noch machen. Aber ich habe auch noch ein Geschenk offen. Erste Update ist nämlich noch gar nicht so lange hier. Nee. Oh mein Gott. Froschenhals hier. So, der Nephias ist jetzt unten in der Mine wahrscheinlich schon. Oh nee. Und sterbe, ja. Und stirbt, das ist okay. Oh, Fahrstuhl. Nice. Damit können wir liegen. Brauche ich mal ein besseres Schwert hier. Oh Gott. Das Ding ist, Nephias hat hier schon alles abgefrühstückt. Ne? Das ist halt so. Wenn du den Fahrstuhl nimmst und ganz runterfährst, bist du frisch auf der Ebene, wo ich jetzt gerade frisch hingekommen bin. Bin ich jetzt eh, weil ich hinter dir hergelaufen bin. Jack. So, und was ist das Problem hier? Nix. Ja. Schon wieder fast 14 Uhr. Ja. Guck mal, ich musste ja eh warten, bis Nephias hier... Bis ich den Fahrstuhl finde. Ich weiß nicht, wer sie im Fahrstuhl findet. Dass du die Schleims nicht killst. Weiß nicht, wie viel ich schon gekillt habe. Ich glaube, ich habe doch noch diese Quest für die Slimes, oder? Die habe ich nicht mehr. Der zählt bei mir die nicht. Oder sind das hier keine Slimes? Oh, kann sein, dass er die nur oben zählt. Wo ist die Treppe? Wenn man die Treppe hat. Bitte? Sagen wir wieder Bescheid. Ja, ja, klar. Das war, wir miteinander spielen, nicht gegeneinander, ne? Ja, manchmal gegeneinander, manchmal miteinander. Es gibt Situationen, da ist miteinander auch nicht verkehrt. Nur weil wir getrenntes Geld haben, heißt das noch lange nicht, dass wir gegeneinander sind. Treppe. Jetzt weißt du ja Bescheid. Das stimmt. Stardew Valley zum Beispiel ist auch noch ein sehr gutes Projekt, was man gucken kann. Was? Was ist dieses Stardew Valley? Nur wenn man Bock auf Raft hat, meine ich. Stardew Valley ist natürlich was ganz anderes. Aber ist auch nicht schlecht. Oh, Treppe. Noch was zu essen? Ob ich was hab? Nee, ich. Man kann Harz essen? Oh nee, das wollen wir nicht. Schön harzer Käse. Bah, stell dir vor, du haust hier so Baumharz rein, ey. Was, Stardew Valley? Wir müssen noch 2 Ebenen machen. Dann haben wir 50. Dann haben wir wieder einen Fahrstuhl. Ja. Ich habe kaum noch Energie. Oh, nee. Treppe und links. Und Treppe ist hier direkt offen. Treppe ist direkt offen? Ja. Krass. Geh dahin. Danke fürs Folgen. Ich geh auch dahin. Schuhe. Die Boots, Alter, die Boots. Die Tundra-Stiefel, was machen die Tolles? Verteidigung. Ich dachte, das wäre ein Planet Zoom-Mod. Dachte auch. So, ciao. Das hier ist auch Stardew Valley, ist ein Planet Zoom-Mod. Keine Energie mehr. Geister! Ja, ich hatte da auch keinen Bock. Ich habe auch genug Eisen. Naja. Aber Eisen wofür? Ja, wir werden ja wohl Eisen brauchen in Zukunft. Ich habe nur 3 gesammelt.
Ey, wie dumm sind denn die Geister, bitte? Danke, oh mein Gott, fürs Folgen. Redelbrecht. Ach, mein Inventar ist voll. Komm her, du unheimliche Geist. Eisen kann man gut verkaufen. Nimm dies. Und das. Das will ich mir nicht anschauen, Leute. Sorry. Brauch mir Kisten, scheiße. Scheinbar muss ich mir das doch antun, weil das alles hier... Ich hasse die Mine. Ich hasse die Mine so abgrundtief in diesem Spiel. Mine verlassen. Mine verlassen. Dachte halt, es wäre der Name vom DLC oder so. Das Stardew Valley DLC von Planet Zoo. Nur echt. Mit Gorobei. Und Nephias. Nephias. Nephias? Was? Kann man den Geist überhaupt killen? Welchen Geist? In der Mine? Ja. Kommst du zurück? Ja. Ist dir kalt? Mir? Ja. Nee. Na gut. Na klar, kann man den töten, okay. Doch nicht. Oh, wie lange braucht Eisen denn zum Backen? Mein Gott, ey. Backe Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Muss mir noch eine Kiste bauen, denn ich habe keinen Platz mehr. So. Ah ja. Ah nee. Das war schlecht für die Symmetrie. Wenn man nicht so ein Noob ist wie du, Goro, kann man das. Na gut. Gefrorene Geode. Kann der Schmied zack aufmachen für mich, wenn er will. Zack, zack, zack. Ja, ich muss auch nochmal zum Schmied wegen Geoden. Ich habe ganz viele. Wird ja erst nächste Woche was, ne? Ja. Denke ich mal. Ich denke mal. Erst im nächsten Jahr. Glühwürmchen, kann man die sammeln, die Glühwürmchen? Habe ich auch versucht, aber hab nichts. Nächstes Jahr erst? Ja, stimmt, ey. Nächstes Jahr. Leute. Nächstes Jahr geht's erst weiter. Krass. Oh, ich habe Kampfstufe 1 erreicht. Ich kann Zapfahren bauen, jawohl. Das ist sehr gut. Und das war sehr schlecht. Naja, der speichert jetzt ja erst danach, ne? Vierter Tag im Sommer schon. Halleluja. Speichern. Okay, gut. Der hat jetzt gespeichert, würde ich sagen. Kurz rausgucken. Okay. Hat gespeichert, ne? Ja. Mein Farmertrag ist auf 31.000, oder ist das nur, ist das auch deiner? Wahrscheinlich zusammen, oder? Ist wahrscheinlich hauptsächlich meiner. Huch, okay, ciao.